Hallo und herzlich willkommen zum Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Die Episode 63 beschäftigt sich mit fünf Dingen, die starke Persönlichkeiten jeden Tag tun. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mithilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Bichir. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-How geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du dabei bist. Das Thema scheint dich zu interessieren. Mich interessiert dieses Thema auch immer wieder, dieses Modeling of Excellence. Und da habe ich einen sehr schönen Bericht gefunden und an dem möchte ich dich teilhaben lassen. Fünf Dinge. Mich interessieren Verhaltensmuster. Und das erste Verhaltensmuster, was ich hier erkennen konnte, war, diese Persönlichkeiten sehen die Dinge realistisch, aber zuversichtlich. Also ein Beispiel, dein Flieger hat Verspätung. Du dramatisierst es nicht, du bewertest die Situation realistisch und triffst dann eine Entscheidung und fragst dich immer wieder, okay, was ist jetzt die Möglichkeit, die ich selbst habe? Was kann ich jetzt selbst unternehmen? Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag immer gut gelaunt von morgens bis abends mit einem Lächeln durch den Tag gehen, sondern vielmehr zeichnet sich diese Stärke dadurch aus, dass man die Personen und Situationen, mit denen man es zu tun hat, realistisch bewertet. Also Probleme werden nicht größer gemacht, als sie wirklich sind. Und auch die negativen Gedanken, die einem kommen mögen, hat man im Griff. Klar, dafür braucht man Achtsamkeit, dazu werden wir später noch kommen. Aber das heißt, die Herausforderung ist, ich nehme das an, was da ist, ich beobachte meine Gedanken und anstatt den Blick auf das Schlechte zu konzentrieren, wird der Blick auf die Möglichkeiten gelenkt. Also, was habe ich jetzt für eine Verbindungsmöglichkeit? Kann ich auf den nächsten Flieger warten? Nehme ich einen Zug? Und vielleicht ist dir das schon mal so gegangen, Flieger hat Verspätung oder der ganze Flug wird abgesagt. Und dann kann man mal so die Telefonate beobachten. Oh Mist, schon wieder dasselbe, warum passiert das immer mir? Ja, und dann gibt es dann Leute, die treffen Entscheidungen und checken die Lage, gucken in einer App, geht jetzt ein Zug, werden aktiv und die Zuversicht, die aus einer solchen realistischen Betrachtungsweise heraus erfolgt, heißt ja auch, was kann ich jetzt selber tun? Und auch im Nachgang, wenn es jetzt mal nicht um Flieger geht, für den du nichts kannst, wenn irgendein Missgeschick passiert ist, wenn es zu irgendeiner Situation gekommen ist, die du dir so nicht wünschst, dann auch die Fähigkeit, sich die Frage zu stellen, was ist die Lessons learned? Deswegen aus diesem ersten Punkt, wenn du zuhörst, nimm dir mal die Frage mit, was ist so in der letzten Zeit passiert, wo du vielleicht geneigt warst, mental zu dramatisieren, zu sehr deine Gedanken drauf gelenkt hast, oh Gott, um dir dann mal die Frage auch im Nachhinein zu stellen, was war die Lessons learned? Was hat mir mein Schicksal bereitet, dass ich daran wachsen kann oder daraus lernen darf. Und überleg dir mal, was könnte die nächste vorhersehbare Situation sein, dass du eben realistisch, aber eben zuversichtlich an die Sache herangehst. Das heißt, Gedanken lenken. Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Punkt, den ich herauslesen konnte. Das sind Menschen, die ihre Emotionen klar beobachten. Also das heißt, hier gibt es eine Situation, die auf mich zukommt. Und mir wird klar, ich spüre Wut, ich spüre Enttäuschung. Wir hatten das jetzt in einem Seminar, da schilderten Teilnehmer, dass es in dieser Firma immer wieder zu Meetings kommt, wo die Leute reihenweise zu spät da sind. Und die Herausforderung ist, wenn man dann sitzt und zu 95% laufen ja die Dinge im Automatikmodus, dass sich interessierte Beobachter der emotionalen Reaktion auf eine solche Situation wäre, also ich sitze in dem Meeting, ich gucke auf die Uhr, es sind noch nicht alle Leute da, um dann zu sagen, spannend, dass ich gerade Wut spüre. Ich werde mir also meiner Gefühle bewusst und frage, sind diese Botschaft, weil Gefühle sind ja letztendlich deine Diener, die dienen dir ja, um Situationen gut einzuschätzen, darauf reagieren zu können, dass du dir dann die Frage stellst, ist das jetzt echt hilfreich, dieses Gefühl, oder läuft da ein uraltes Programm, was mir zwar hilfreich sein will durch diesen Alarm,
aber es ist ein Fehlalarm. Und dieses Emotionen beobachten, um dann auch zu erkennen, welche Situationen welches Gefühl auslösen und damit umgehen. Also frag dich mal, wann warst du eher Betroffener deiner Emotionen? Wann haben deine Gefühle die Herrschaft übernommen? Das heißt, der Diener wird zum Herrn. Und wiederum, was könnte die nächste vorhersehbare Situation sein, wo du dich unnötigerweise aufregst, um dann zu sagen, was will ich dann anders denken? Das Duhau wäre, sobald du die Emotion spürst, ne, tief ein- und ausatmen. Also du regst dich auf, dass da einer zu spät kommt, aber das ist so. Wenn das zum Beispiel Firmenkultur ist, ich finde es nicht gut, aber oder vor der an der Ampel, der fährt einfach nicht los. Tief ein- und ausatmen, dem Gehirn eine neue Information geben und dann sagen, spannend, ich bekomme gerade von meinem Unterbewusstsein den Hinweis, Wut wäre jetzt ein passendes Mittel in der Situation, um dann da auszusteigen. Ist eine ungemein gute Übung. Machen auch zum Beispiel Shaolin-Kämpfer, wenn sie spüren, dass sie Angst als Rückmeldung bekommen, aber Angst ist kein guter Berater. Ja, der nächste Punkt ist die Botschaft, die nehmen sich Zeit für sich. Also das heißt, in einer Routine, in einer dauerhaften Routine festzustecken und nur noch das Gefühl haben zu funktionieren, das berichten mir viele Leute in den Coachings. Aber ein wichtiges Ritual starker Persönlichkeit ist, dass sie sich auch zurückziehen. Entweder zu Beginn, ich mache das morgens, meditieren und sich auf den Moment zu konzentrieren und auch mal mit einer Frage in eine Meditation zu gehen, also die eigene Situation mal zu hinterfragen. Also mal auch sich Gedanken zu machen, was beschäftigt mich momentan besonders? Wofür sollte ich mir mehr Zeit nehmen? Was kann ich tun, um glücklicher zu sein? Und wenn du dir diese Fragen mal aufschreibst, also was beschäftigt mich momentan besonders, wofür sollte ich mir mehr Zeit nehmen, was kann ich tun, um glücklicher zu sein? Also das kann man auch im Rahmen einer Satzvervollständigungsmethode machen. Um nur 10% glücklicher zu sein, sollte ich am besten und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und dann vervollständige diesen Satz 10-mal. Und das hat wieder mit dem zweiten Punkt natürlich zu tun. Dadurch, dass du solche Meditationsübungen machst, trainierst du automatisch auch deine Achtsamkeit. Und das heißt, du übernimmst die Regie in deinem Leben, weil du die Regie für deine Gedanken und damit auch für deine Emotionen übernimmst. Total spannend. Der vierte Punkt, der dich sicherlich interessieren wird, ist die Aussage, sie gehen Probleme direkt an. Ich erlebe das bei ganz vielen Leuten, die dann zu mir kommen wegen dem Thema Aufschieberitis. Da habe ich jetzt auch nochmal einen eigenen Videokurs für gemacht. Wenn dich das interessiert, also für Zuhörer dieses Podcast, gibt es da einen Bonus. Schreib mir einfach eine E-Mail, mich interessiert der Aufschieberitis-Kurs und dann lasse ich dir Informationen dazukommen. Wir müssen ja uns, oder es ist unsere Herausforderung, uns im Leben mit unterschiedlichsten Problemen herumschlagen und es läuft halt nicht immer so, wie wir uns das erhoffen und jetzt ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und anstatt nur sich zu beklagen oder zu jammern, dass die Umstände schwierig sind, packen diese Leute Probleme jeden Tag aufs Neue an und versuchen auch an der Situation was zu ändern. Also die konzentrieren sich auf die Ursachen des Problems und haben auch den Mut, die nötigen Veränderungen anzustreben, auch wenn dies nicht immer einfach ist. Also viele halten dann einfach die Augen zu und bleiben an dem Punkt, das zu sagen, ja, das ist schwierig, aber erfolgreiche Persönlichkeiten sind ja eher lösungsorientiert unterwegs und frag dich selber mal an der Stelle, was gibt es für Herausforderungen, die du derzeit noch gerne vor dir herschiebst, wo du aber sagst, okay, das wird langsam mal Zeit und das wäre auch mal ein schöner Ansatz, wenn du den Podcast hörst, dir einfach vorzunehmen, bis Ende der Woche gehe ich das Thema an und mache den ersten oder den nächsten wichtigen Schritt, um zu einer Lösung zu kommen. Und der fünfte Punkt, der ist eben, ja, überschrieben mit dem Thema Balance. Das heißt, diese Leute verlangen aber auch nicht zu viel von sich. Also das heißt, dieses Thema der Perfektion, aber auch dieser Anspruch, es allen recht zu machen, der ist eben nicht so stark im Raum, sondern der ist ausgewogen.
und auch die Erwartungen anderen, sondern da eher so die 3A, so habe ich es mal bezeichnet. Ich bin bereit, mich anzustrengen. Ich nehme die Dinge an, die da sind, und im Anschluss analysiere ich, was war die Ursache und wie kann ich das in Zukunft besser machen. Ja, das sind sicherlich interessante Aspekte, und die Frage ist, inwiefern du in der nächsten Situation ja die realistisch beurteilst, deine Emotionen betrachtest, dir mal die Frage stellst, was kann ich sofort angehen, was schon längst zur Umsetzung ansteht, und dann auch ja, dich nicht überforderst. Und wenn du das aus dem Podcast mitnimmst, einfach zu sagen, da gibt es die eine oder andere Situation, wo mir diese Tipps hilfreich sein können, dann freue ich mich, mit diesem Podcast einen Beitrag dazu geleistet zu haben. Und ich rufe dir zu, es ist tägliche Übung, und bei der Persönlichkeitsentwicklung ist es wie beim Marathon, das größte Problem ist es Stehenbleiben. Es ist ein immerwährender Prozess, und heute fragte mich auch ein Seminarteilnehmer, wie lange braucht man denn, bis man eine neue Verhaltensweise implementiert hat, eine neue Routine? Und dann habe ich spaßeshalber gesagt, 1000 Mal. Und lieber Heiko, wenn du zuhörst, dann weißt du, dass das deine Frage war. Ich weiß, dass du meinen Podcast hörst. Ja, es ist Kung Fu, es ist harte Arbeit. Die persönliche Weiterentwicklung ist eine Herausforderung, aber es ist eine Sache, die sich lohnt. Das kann ich dir zurufen, und alle, die dir versprechen, das sei alles leicht und einfach und mit 7 leichten Schritten kriegst du alles in die Umsetzung, da habe ich andere Erfahrungen gemacht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es möglich ist, und ja, schließlich ist es dein Leben, du hast nur das eine, und ich glaube, da lohnt es sich, das eine oder andere Mal aus dem Automatikmodus auszusteigen. Und ich kann dir sagen, das ist tägliche Übung auch für mich, und ich falle auch hin, aber ich stehe auch wieder auf. Und spannenderweise helfen mir auch diese Podcasts, die ich ja im Vorfeld recherchiere, mir das eine oder andere auch mal bewusst zu machen. Also insofern ist auch das für mich eine schöne Übung, und ich freue mich, dir jeden Mittwoch einen neuen Input zu geben zu den Themen Führung, Persönlichkeitsentwicklung, Vertrieb und Unternehmertum. Dein Martin Witschier. Und ich freue mich natürlich, wenn du mich weiterempfiehlst. Und ja, dann wünsche ich dir eine gute Woche. Mach's gut, bis bald. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht, und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5-Sterne-Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll, und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg@martinwitschier.de. Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Witschier.